Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, diese beiden Schriftstellen zusammenhören, so merken wir, dass beide diese deutlichen zwei Seiten haben. Von großem Vertrauen, das beim Propheten Jeremia am Ende ausgedrückt ist, wie von großer Angst. Petrus fasst zunächst Vertrauen, als einziger der Zwölf. Kein anderer sagt das. Kein anderer, könnte man meinen, ist so verrückt, dass er beim Seesturm aus dem Boot steigt und auf Jesus zugehen will. Aber es ist nicht von Dauer. So sehen wir das in der Geschichte Israels immer wieder. Die Zuwendung Gottes von Anfang an und dann immer wieder dieser Zweifel, dieses Abfallen, dieses Nicht-Vertrauen-Wollen, dies lieber auf eigene Rechnung machen. Das hat Israel in die Katastrophe geführt. Und kaum einer wie der Prophet Jeremia musste immer beides ausrichten. Das ist das Schwierige ja. Es ist zu wenig, Jeremia auf einen, das kommt ja heute in der Kirche ganz schlecht an, auf einen Unheilspropheten zu reduzieren. Das ist Jeremia nicht. Die Tragödie eines solchen Propheten, der wirklich Gottes Wort ausrichtet, ist es ja gerade, dass er das Unheil androhen muss und wenn das Unheil eingetreten ist, Trostworte sagen muss. Nicht, weil er die aus sich selber, aus irgendeiner emotionalen Aufwallung herausnimmt, sondern weil es das Wort Gottes ist, nicht sonst. Und deshalb ist es auch falsch, jemanden als Unheilspropheten abzustempeln. Wenn denn das Geschick, ob damals Israels oder heute der Kirche, von Unheil gezeichnet ist. Vielleicht, und wir sind da viel zu leichtgläubig, vielleicht hat es mit Gott zu tun. Vielleicht ist das, wie es uns als Kirche heute geht, dass alles den Bach heruntergeht. Wir sagen da manchmal, es ist nichts mehr so wie früher. Fragezeichen, ob das wirklich deutlich besser war. Aber dass eine Kirche nach der anderen geschlossen wird, vielleicht ist das Geschick, das Gott über uns verhängt hat, wie damals über Israel, aufgrund unseres Unglaubens. Wir sollten vielleicht einmal mehr Jeremia lesen. Dann verstehen wir vielleicht uns selber besser. Statt irgendwelche Firmen zu beauftragen, die Strukturen analysieren und dann aufgrund neuer Strukturen meinen, es gibt eine Zukunft für die Kirche. Solch ein Irrsinn. Ungeistlicher geht es überhaupt gar nicht mehr. Vielleicht Jeremia lesen. Unheilbar ist deine Wunde. Niemand verschafft dir Recht. Für das Geschwür gibt es keine Heilung. Keine Genesung gibt es für dich. Und das ist aber nicht das letzte Wort. Wir sollten Jeremia weiterlesen. Seht, ich wende dein Geschick. Deiner Wohnstätten erbarme ich mich. Und was dann geschildert wird, ist der Wiederaufbau der heiligen Stadt, aber mit einer interessanten Auslassung. Die Burg wird wieder errichtet, auf dem Schutthaufen, das, was die Babylonier da geschleift haben, all die Mauern, wird wieder neu gebaut. Aber einen Tempel gibt es nicht. Das richtet Jeremia im Namen Gottes nicht aus, sondern es gibt nur den Lobpreis Israels. So wie das in manchen schönen Worten schon aus der jüdischen Tradition heißt. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Es ist nicht der Tempel, sondern der Lobpreis Israels. Wie es im Sabbatmorgengebet heißt, wo die Heerscharen einander zurufen, wo ist der Ort der Gegenwart Gottes? Als Antwort rufen sie, gepriesen. Dort, wo er gepriesen wird, ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und welches Trostwort könnte das eigentlich für uns sein, auch angesichts dieser ganzen wirklich zu beklagenden Situation? Jeden Tag neue Nachrichten, Meldungen, dieser ganze Schrott, der uns da jeden Tag begegnet und mit dem man sich natürlich aufhalten kann. Aber man kann auch stattdessen etwas anderes tun. Man kann diese Zeit nehmen und Energie, um Gott zu loben, um ihm einen Platz zu bereiten, ihm einen Thron herzurichten, damit seine Gegenwart, gleich wie die Situation allgemein aussieht, gesichert ist. Hier an diesem Ort, in dieser Stadt, überall da, wo wir leben und ihn preisen.